Hauptbahnhof Pizza. Und das hier ist. Ne, abbrechen. Ach, das ist da oben. Okay. Also, wir haben leider. Okay, ich hätte mir ganz gerne noch einen Spawnpunkt direkt da drin, dass ich nicht jedes Mal noch mal ein Stückchen zurücklaufen muss. Ich meine, am Ende stört es mich nicht, aber es wäre schon schön. Ja. Ah. Es wäre schon schön. Naja. Eingang Illusion, ja genau, Boulevard. Boulevard. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch eine gute halbe Stunde und dann würde ich mich nochmal in die reinstürzen. Das klingt nach einem Plan. Na, da müsste ich natürlich noch zwei Games gewinnen, dann wäre ich Gold 1, dann wäre ich mega happy. Ja, dann wäre ich mega happy. Wenn ich nicht gewinne, bin ich, ja, doof. Guti, egal, wir sind jetzt noch hier, wir sind jetzt noch nicht bei League. Nicht dran denken. Gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das ist das hier. Ändert sich das Hotel je nach Weite, wie weit wir kommen? Das wäre ein ganz cooles Feature. Aber naja. Sophia. Sophia, Sophia, Sophia. Yo, Stufenaufstieg. Okay, wir sind jetzt so viel in Stärke reingegangen. Ne? Vitalität ändert, bekomme ich mehr Lebenspunkte. Legion und Gewicht. Okay, Entschlossenheit ist. Ach, Entschlossenheit ist hier Angriff und Schaden oder wie? Ach lol, oh mein Gott, nein. Ne? Technik bekomme ich auch ein bisschen Schaden, aber mehr physischer Angriff. Was ist denn der Unterschied zwischen 1 und 2 physischer Angriff? Ist das 1 und 2 Hand? Ach so, die haben beide unterschiedliche. Ah lol. An jetzt wahrscheinlich rechte Maustaste, linke Maustaste nehme ich an. Deswegen macht die denn da mehr Schaden? Kann ich dann auch irgendwie zurücksetzen? Nö, naja gut, dann ist dem erstmal so tatsächlich. Okay, wir gehen mal entschlossen rein, machen mal 7 Schaden mehr. Plus 20 haben wir jetzt. Gut, dann gehen wir zurück. Ich will immer auf Shift rennen. So gewohnt, dass ich auf Shift rennen kann. Damn. Was ist denn das links über mir auf dem Kopf? Steht das hier irgendwo? Nein, schade. Steht das hier irgendwo? Nein, schade. Ach, wir haben den Normalarm und das hier. Wir haben aber später aber noch viel, viel, viel mehr, die wir nutzen können. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück. Gehen einfach mal da weiter und gucken mal, ob wir vielleicht schon beim nächsten Boss sind. Aber was ich halt schade finde, dass das hier halt alles so eine Art levelbasiertes Bereich ist. Endring ist halt Open World, wo du überall hin kannst. Das war ja schon wesentlich mehr als so dieses, um euer Level zurückzusetzen, benötigt ihr Goldmünzen, Früchte, um Zugang zur Hai. Ah, okay, aber ich. Gut, danke für den hilfreichen Tipp. Aber ich denke mal, das wird später erst passieren. Weil soweit bin ich ja anscheinend noch gar nicht. Wahrscheinlich wird dann auch später in einem Tutorial, nicht Tutorial, in irgendeinem Tipp gesagt: Hier, hast dich verskillt, guck mal, das und das kannst du machen, um deine Skillung umzusetzen. Wir wollten dahin. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, tatsächlich. Kann ich mir ganz gut vorstellen. So, was haben wir hier denn hier? Achso, das ist das Ding wieder, ne? Genau. Komm, wir wollen runter. Super, machst du auf? Oh, da sind Freunde. Aua. Leute, das könnt ihr doch nicht machen, nicht direkt hier vor. Kannst du es bitte mitnehmen? Nein? Schade. Hundi. Oh, das ist wieder so eine Puppe. Warte mal, ich will nur hier ran. Danke. Ich will nicht an die Puppe ran. Nein. Wir kommen hier weiter. So wie es aussieht. Denn das scheint mir so, als würde ich zum nächsten Boss kommen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Alchemistenbrücke. Neue Gegner.
Alle Puppen wurden zerstört? Wie, was, wo, was? Oh no. Achso. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. Verrückter Esel. I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Was ist das denn? Oh. Es ist. Aua. Aua, das sollte mich nicht treffen. So, wir warten mal, wir blocken mal, versuchen mal zu blocken. Okay, das ging nicht ganz so. Oh wow, ich habe die Angriff nicht gesehen. Okay, cool. Shit. Okay, chill, chill, chill. Ich muss halt richtig. Aua! Warte, ich muss gerade kurz zurück. Mann, gerade ging's doch. Oh, what? Okay, ich glaube, das ist. Nee, das muss ich nochmal machen. Ah, der Anfang war ganz gut. Der Mittel habe ich dann verschissen. Der Anfang war gut, der Mittel habe ich verkackt, ja. Scheiße. Egal, wir machen es noch einmal. Aber wir müssen. Naja, egal. Okay, dann runter hier, komm. Das Problem ist nur, wir müssen wieder an diesen Deppen da vorbei. Bevor wir zu denen kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich hier schon aufpassen, dass wir hier kein Leben verlieren. Kann ich seinen Angriff triggern? Super. Kein Leben verloren, das schmeckt. Wir laufen gleich durch. Zum, naja, Art kleinen Zwischenboss. Ich hoffe, die Sequenz startet jetzt nicht direkt. Das wäre mega unangenehm, weil ich würde ganz gerne schon meine Punkte wieder mitnehmen. Lost Ergo Recovered. Mann, ich hatte doch gerade so ein. Ab wann muss ich denn blocken? Weil ich das. Okay. Also gerade mache ich halt wirklich einfach nur random. Aua. Aua. Ich verstehe das mit den Blocken nicht. Ja, gut. Guti, dann. Ah, der ganze Weg immer bis dahin ist nervig. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich werde ihn schon irgendwie schaffen.
So, dann das Ganze noch einmal, weil es ja macht ja Spaß, ne? Ist die Beine auch immer zusammenstecken da, ne? Was ist denn mit denen? Könnt ihr auch einfach vorbeilaufen lassen und sagen, guck mal, ihr macht das schon. Ich laufe mal hier dran vorbei. Ihr habt mich jetzt nicht gesehen? Okay, perfekt. So ginge das natürlich auch. Okay, wir können auch mal wieder mit der Waffe hier kämpfen. Mal gucken, ob vielleicht ist hier sogar besser bei ihm. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was los? Ich habe mich aufgepasst. Damn. Ich habe nicht aufgepasst. Komm her, mach mal eine Attacke. Ich pass gerade nicht auf. Ich habe keine Ausdauer. Damn, scheiße. Nein, der war doch... Oh mein Gott, ich muss mein Fenster zumachen. Sekunde bitte. So. Der war so gut wie tot. Shit. Shit, 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 shit. Achso, warte mal. Zwei neue Deckcounter muss ich dazu nehmen, ne? Stimmt. Oder waren das jetzt schon drei? Ich habe jetzt überhaupt nicht mitgezählt. Scheiße. Ich glaube, das waren 20 jetzt insgesamt. Ich glaube, das sind jetzt 20. Ich glaube, ich bin jetzt dreimal gestorben. Hab jetzt leider nicht aufgepasst. Purge? Oh, Purge. Die gute Purge. Wer kennt sie nicht? Lass dich doch bitte erstmal mein Zeug einsammeln. Ausdauer sammeln. Ausdauer. Aua. Eins, zurück. Aua. Der hat zu viel, wollte zu viel. Ausdauer kurz sammeln. Darf ich bitte erstmal und so, danke. Dodge doch, Mann. Ich wollte es eigentlich gerade. Junge, du bist so gottlos nervig. Wie bekomme ich denn den perfekten Block?
Jo. Also wenn ich jetzt schon mal 30 Tote voll bekomme, ich nehme Wetten entgegen. Ich bin für ja. Damn. Ich finde schön, dass er mich einfach ignoriert. Sehr angenehm. Komm, den will ich auch schaffen. Den möchte ich noch gerne schaffen. Dann passt das für mich. Dass der so ein 360 macht. Junge, kann ich bitte mein Schlag ausführen? Zurück. Aua. Ich darf meinen Schlag nicht ausführen. Oh, got him. Ah, fuck you. Finally, we meet. Mm-hmm. Son. Sohn, cool. It's a dream come true. Seeing you like this. Töte einen Stalker. Why some people despise me. I invented the puppets after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Mhm. Ja, sehr schön. Montagewerkzeug, ja cool. I want to hear all about your experiences. But now, natürlich ist es jetzt kein guter Zeitpunkt. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Croc. Well, catch up? What? Was? Okay, well, catch up. Alles klar. Erstmal was nehmen. Was habe ich hier Schönes bekommen? Wir können mal wieder nach einem anderen Kostüm gucken. Wir haben schon wieder irgendwas bekommen. Die haben die Pferdemütze von denen bekommen. Oh nein. Ich glaube, das ist die richtige Mütze zu dem, was wir gerade haben, ne? Okay, cool. Aber ich will keine Mütze tragen. Eine Clownsnase. Hä, wie cool.
Immer wieder mal so zwischen den Ausrüstungen zu warpen, also zwischen die Kostüme, meinte ich. Ah, hier können wir noch was an. Okay, oberer Gürtel. Wir können das theoretisch auch da oben hinpacken. Ja, nee, ich glaube, oberer Gürtel lassen wir für irgendwelche Tränke, wie, keine Ahnung, Stärkungstränke oder so, wie das hier zum Beispiel. Oder irgendwelche Zellen, die unten machen wir das. Und Zusatztaschen, weiß ich noch gar nicht, für was ich die verwenden kann. Okay, cool. Oh mein Gott. Wir haben ihn getötet, wir haben ihn getötet, wir haben den Stalker getötet. Okay, das hört sich nicht gut an. Also, im Spiel ja, aber so, nein. Oh, da gibt es wieder ein Dings. Oh mein Gott, wie schön. Lass mich hier durch, lass mich hier durch. Öffne das Tor. Danke. Rathaus von Krat. Was, wo? Wahrscheinlich der Weg dahin, nehme ich an. Hier zu benutzen. Waffen montieren. Du kannst Waffen über Eugenie oder wie hieß sie nochmal? Jenny? Keine Ahnung. Im Hotel oder bei an einem Stargazer montieren. Du kannst deine Waffe in Klinge und Griff aufteilen, um zu neuen Waffen montieren. Zu deinem Kampfstil. Oh, wie cool ist das denn? Die Eigenschaften einer Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Hä, wie cool ist das denn? Also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt, oder wie mache ich denn das jetzt? Klinge des Großschwerts, Griff eines Griffschwerts. Ich möchte... Aber ich möchte das jetzt hier nehmen. Ah ne, jetzt haben wir das so, aber warte mal, ich möchte jetzt das... Hä? Und wenn ich das jetzt auswähle, so wie es ist? Okay, ich will das sehen. Kopf eines Knüppels, gerade Polizei, Griff eines Großschwerts, Schicksals montieren. Okay, das will ich sehen. Ach Leute, verschwindet das andere? Okay, das wusste ich nicht. Scheiße. Okay, egal, jetzt haben wir ja eine neue Waffe. Keine Ahnung, was das hier sein soll, aber... Wir haben eine neue Waffe. Wie cool. Okay, probieren wir mal. Oh Gott, da bin ich... Okay, weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht so. Ich mag die nicht. Okay, warte mal, Abflug weg. Geh weg. Okay, ich fühle das jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Gefallen tut es mir jetzt nicht. War wahrscheinlich nicht so eine schlaue Idee, das zu kombinieren. Naja, egal. Jetzt wissen wir es fürs nächste Mal. Ich muss mich wirklich einmal hier ran, ne? Und dann wieder wegzugehen. Denn ist beides wieder voll. Aber dann sind auch die respawned. Aua. Learning by doing. Ja. Das ist richtig. Jetzt weiß ich's. Fürs nächste Mal. Ja, man muss es ja mal ausprobieren, ne? Also so ist es ja nicht. Man darf es ja mal ausprobiert haben. Ich meine, das sieht schon sau witzig aus, mal abgesehen davon. Es sieht schon sau witzig aus. Cool.
Also du bist schon tot. Okay, dann ist noch einer. Ich wollte ihn tatsächlich markieren. Super. Da haben wir hier noch was. Da kommen wir. Ich wollte doch aufhören, ne? Verdammt, ist schon 23 Uhr. Und bis zum nächsten Tagasa wird es ja wieder lange dauern. Okay, ich muss sagen, macht Laune. Also, die Waffe macht Laune zu spielen. Und das Game. Grad Nachrichten, Ausgabe 1124. Was bist du denn? Was bist... Ach, du bist wieder einer dieser großen Dinger. Okay. Okay, blocken geht ganz gut. Jetzt blocke ich einmal nicht richtig. Mann. Hallo. Okay. Das geht nicht. Das ist eklig. Es fühlt sich auch eklig an. Ich möchte ganz gerne mein Schwert wieder haben. Kannst du bitte... Nein, halt nicht. Dann halt so. Super. Ich hoffe, ich bin... Oh, kaputte Babypuppe. Oh, das ist die Puppe. Meint sie wirklich, diese Babypuppe will sie haben? Gut, wir gehen mal speichern. Und dann würde ich aber tatsächlich auch schon für heute Lights of P beenden. Das würde ich gerne die Tage nochmal spielen. Morgen weniger. Morgen möchte ich ganz gerne Fallout weiterspielen. Und ja. Ne, morgen möchte ich ganz gerne Fallout weiterspielen, genau. So, speichern wir jetzt dann automatisch? Oder wie ist das jetzt mit dem Speichern? Er speichert. Okay, cool. Super, YouTube. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Und ja, wenn du meinst, du magst mich, du magst den Content nicht machen, würdest mich bei mir den Kanal abonnieren, kommentieren, sondern ein Like da lässt, hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus sehr und lässt uns als Community weiter wachsen. Es fehlt nicht mehr viel zu den 100. Wir werden immer größer. Ja, goodie. Und wenn du mal Lust hast, in einem Stream dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung. Da findest du meinen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal schon im Stream. Jetzt aber wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, euer Teddy Tüdelü. Ciao, ciao.